Oha. Entschuldigung, aber haben Sie irgendwo ein Auto? Tut mir leid, aber ich muss nach Hause. Hey. Heute ist ein schöner Tag. Hallo, nicht so schnell. Die Geißel hat Panikattacken. Rot. Nein, ich bin doch nicht blind. Und einen Haufen Phobien. Die hätten Sie auch schuld, wenn Ihnen jemand mit einer Krochen des Hirn massiert. Platzangst. Warum sagen Sie das nicht gleich? Bitte nicht. Zum Donnerwetter noch mal. Sie kommen jetzt mit. Verschließen Sie mich. Aber da gehe ich nicht hinaus. Wie wolltest du? Die geht's erst alleine hin, ja? Entschuldigung. Sie schaut aus wie Ihre Frau. Sind Sie deswegen so nervös? Ja. Sie schaut aus wie meine Frau. Sie ist es aber nicht. Ich schaff das. Ich bin ruhig und gelassen. Ich schaff das. Es geht. Alles gut. Das tut doch nicht weh. Fester. Ach so, es geht um eine Handyortung. Und zwar dringend. Sie hat einen Mann als Geisel genommen und befindet sich seitdem auf der Flucht. Ich habe getankt und eine Wundertüte genommen. Stimmt schon. Los, ran, bitte! Scheiße. Das war mein Lieblingswein! 30.000 Euro Beute haben Sie da morgen. Was ist das für ein Tankstelle? Verkaufen die dort Kerosin für ein Flugzeug im Wolfenburg oder was? Herr Inspektor, um Himmels Willen, bitte helfen Sie uns. Mein Bruder hat einen Herzinfarkt. Wir brauchen dringend einen Arzt. Was kriege ich denn jetzt für den Hinweis, wenn Sie sie jetzt erwischen? Gefängnis. Wie? Häfen, oder was haben Sie gehabt? Sie sind zwei Engel. Vielen Dank. Schön, wenn man mich nicht stoffen muss, sondern helfen kann. Ach Gott, doch mal, manchmal glaube ich, bin ich auf einen Volltrottel am Geben. Meine Meinung. Sie sind sich nicht sicher, dass du das bist und ich bringe das nicht. Ich krieg das alles wieder hin. Jatta! Jatta!